Ja, Schorsch möchte auch mal schorschen. Wo bin ich hier gelandet, ne? Im Schornstein. So baut sich eine Line auf, ne? Jetzt wisst ihr Bescheid, ne? Ich bin ja auch, ich bin ja Rapper. Auf xhamster.de, da rappe ich immer viel. Ich weiß es nicht. Frag mich nicht, wie ich sowas lustig finde. Ich weiß es nicht. Das, keine Ahnung. Stell mir einfach nur gerade so vor, sie bleibt da stecken. Ich weiß nicht. Wenn es meine Tochter wäre, ich würde meine Tochter auslachen und die richtig lange drehen und die ganze Zeit so wippen und sagen, ah, du kommst hier nicht mehr raus. Nee, keine Angst, ich bin tierlieb. Ich würde Pepper es bei und meiner George Tochter nie sind machen. mit ihren Freunden auf dem Spielplatz. Molly, Mieze klettern auf dem Klettergerüst. Nee, ich mach das nicht. Luzi, Locke, Klausi, Kleff und Luisa Löffel rutschen auf. Oh, ein Kind Pepper weniger. Schaukelt auf der Schaukel. Mama, Mama, schubs mich an. Mama, schubs mich an. Kann ich nicht. Nein. Bist du so wahr? Ja, aber bitte schub's richtig doll. Jawohl. Hui. Ich würde euch übrigens nicht empfehlen, Schaukeln können tödlich sein. Ich als Kinderbubele. Ich wollte auch immer Überschläge machen und ich habe es einmal fast geschafft, und aber ich springe da immer vorher ab. Ich weiß, also mache ich heute immer noch. Ich weiß nicht, wieso ich das mache. Und bin nie weit gesprungen, hab auch in dem Moment nach hingeguckt und genau, seitdem schaukelt es in mein Gehirn. Das ist der Grund, wieso ich so bin. Ich habe die Schaukel so derbe in meine Fresse bekommen. Meine Eltern haben mich ausgelacht, die haben gesagt, was für ein dummes Kind, können wir das abgeben? Ja, und ich habe bis heute einen bleibenden Schaden. Nee, wirklich, ne? Es ist echt nicht schön, eine Schaukel ins Gesicht zu bekommen, ist nicht lustig. Wirklich nicht. Also, jetzt würde jemand anders passieren und mir nicht, dann wäre es lustig, ne? So doof. Schorsch möchte auch mal schorschen. Nein, ich darfst du möchte nicht. Schorsch anschorschen. Aber nicht so feste, Pepper. Ja, Mama. Oh es geht je. ja, ist ja Pepper nicht hat so Schorsch fest. zu sehr angeschorscht. Schorsch, Schorsch nicht gern so hoch. Entschuldigung, Schorsch. Aber das ist voll die gute Idee. Warum, liebe Leute, stellt ihr nie auf jede Wiese einfach eine Schaukel hin, setzt ein Kind dahin mit Klebeband und bringt das Kind zum Weinen und lasst das Kind Überschläge machen. Ey, damit spart ihr Wasser. Damit mache ich mich jetzt selbstständig. Ich wollte mich auch mal selbstständig machen, indem ich irgendwie Lungen reinige. Wir brauchen irgendwie, aber ich habe immer so gute Ideen. 3D-Puzzle zum Beispiel wollte ich auch mal jetzt versuchen. Ich kann nur nie puzzeln. Kann auch kein 3D. Kann nur 1D. Aber ja. Mal gucken, also das könnte ich ja, weil das müsste ich ja nie viel können, ne? Außer atmen und das Kind anschubsen. Ey, voll geil, oder? Das Kind zum Heulen bringen, lasst ihr auf der Schaukel und ihr könnt euren Rasen oder eure Blumen begießen. Perfekt. Perfekt. Jo. Abraum gibt's die Firma. Klettergerüst! Hui! Du hast die Ihr nackte Frau geküsst. schaukelt alle falsch! Alle falsch! Bahn frei! Entschuldigung, das Achtung, war. fährt! Du hast eine nackte Klettergröße, du hast eine nackte Frau geküsst, das war halt, ne, so. Damit waren wir damals cool, ne, mit solchen Sprüchen. Ich sus. Hui! Alle her! Ich fliege wie ein Vogel! Das ist nicht witzig! Komm, wir gehen auf die Doch! Rutsche! Die Rutsche! Yippie! Alle lieben die Rutsche. Mama, Papa, guck mal her! Nächster Survival-Trick. Eigentlich ist, ich muss wirklich sagen, also so ein Spielplatz ist eigentlich so ein Survival-Camp. Lauft bitte niemals eine Rutsche hoch. Macht das nicht. Vor allen Dingen, wenn es geregnet hat. Hab ich gemacht. War eine sehr hohe Rutsche, eine sehr hohe Rutsche. Ich bin in der Mitte ausgerutscht mit meinen
vorderen Zehen drauf gelandet und habe mir damals die Zähne abgebrochen. Abgeheult, ich glaube 3 Stunden. Meine Mutti hat mich ausgelacht und gesagt, was für ein dummes Kind, können wir das Kind bitte abgeben. Aber auch wieder so ein Survival-Trick. Macht das nie, ich hab's gemacht für euch, das war alles ein Experiment. Macht das nie. Tut weh. Und wenn ihr eure Zähne behalten wollt, nicht so gut. Ne? Das mit den Zähnen war erst gestern. Nee, wirklich, ich hatte hier damals, habe ich irgendwo noch Bilder, habe ich hier eine ganze Ecke hat gefehlt. Eckstein, Eckstein, alle müssen versteckt sein. Der muss jetzt sein. Entschuldigung. Achtung, fertig, guck mal her. Mama, Papa, Achtung, fertig, los. Hui. Buh. Handy ist wichtiger, TikTok. Ich frage mich immer, die Mütter und Väter, die auf TikTok jeden Tag live sind und jeden Tag Videos hochladen und die Kinder haben. Ich krieg das doch gar nicht mit, wenn das Kind zum ersten Mal läuft. Stellt euch mal vor, das Kind läuft zum ersten Mal, 3 Wochen später, ey, Schatz, wo ist es, unser Kind läuft schon? Nee, noch nicht. Und das Kind raucht dann die erste Zigarette, das kriegt er auch nicht mit. Ich hab's ja dann damals auch mit 3 gemacht. Erste Zigarette im Zimmer, da hab ich dann mit meiner Gang... Es war Teddybär 1 und Knuffi und Schmusi. Hab da so Pläne und Kartell aufgemacht, ne? Und wie wir dann die härtesten. Und das, meine Eltern haben es auch nicht mitbekommen, weil die haben Mitten im Leben zum Beispiel geguckt. Oder hier, was kam denn zu den 90ern? GZSZ haben sie geguckt. GZSZ haben sie geguckt. Schorsch möchte auch mal schorschen. Keine Sorge, Schorsch. Wir schorschen zusammen. Ich bin zu dick. Oh. Das reicht. Ich auch. Papa, manchmal muss man gar nicht mehr sagen. Das ist jetzt wirklich Fettshaming, ne? Finde ich nicht so schön. Ich bin auch dick. Ja, mir ist es auch schon passiert. Aber mir ist auch ein Stuhl kaputt gegangen. Wirklich. Aber nee, das macht man nicht. Das ist wirklich, also, ist nie lustig, sowas. Nee, ist nicht lustig. Ich fürchte, es sieht wirklich witzig aus. Bescheuert, ich bin ey. Zu dick. Hey. Oh. Ich bin schon wieder nicht so geil. So ein geiler One-In-Gag. Schorsch hüpft gerne auf Papas Dickbauch. Der Sprecher, den muss ich auch mal auffinden, ne? Der macht sich, weiß ich nicht, finde ich nicht lustig. Kann man das nicht irgendwie anders nennen? Kann man das nicht irgendwie Fettmasse, die halt da ist, nennen? Oder weil man halt viel Geld hat und viel Essen zu Hause hat, hat man einen dicken Bauch? Ich weiß es nicht. Warum Dickbauch? Fühle ich mich gleich angesprochen, ja? Gut. Meine Freundin sagt zu mir, du Fettsack, mach mal was für deinen Körper. Du bist ja immer fetter, aber weiß ich nicht, muss das sein? Es ist, kann doch irgendwie auch anders damit umgehen. Ne? Ich weiß, dass ich dick bin, aber es muss man ja nicht so gleich sagen. Ne? Man kann es ja sagen, hier, Schatz, also wäre ich jetzt meine Freundin, pass mal auf, Schatz. Und zwar, vor Monat hast du ja noch in S reingepasst. Und jetzt hast du XXL. Ich weiß, das Universum breitet sich aus und du breitest dich mit aus, aber du breitest dich ein bisschen zu schnell aus. Kannst du das ein bisschen eindämmen? Weißt du, so kann man es mir doch erklären. Warum muss man sagen, ey Schatz, du bist fett, guck dich doch mal an. Entschuldigung. Nee, ist sowas. Ist nicht schön. Jeden Tag muss ich damit leben. Jeden Tag. Oh je, Schorsch schaukelt nicht gern so hoch. Schorsch ist nicht gern so. Weißt du, selbst für die Kamera musste ich jetzt ein Weitwinkelobjektiv kaufen. Oben? Selbst die disst mich. Oh je, das ist ein bisschen zu hoch für Schorsch. Haha, ich würde ihn da oben jetzt lassen. Nicht? Für den, ich würde sagen, hier, tschüss, mach mal. Habe ich das eigentlich schon mal erzählt? Ganz schnell in der Klassenfahrt, da war so ein gigantisches Klettergerüst, ich glaube, es war wirklich groß, 5 Meter, 6 Meter, 7 Meter hoch, also so eine Kletterwand, ne?
Und normalerweise sollten wir das mit Klettergeschirr machen. Ich habe es nicht gemacht und ich war dann ganz oben. Ich kam dann nicht mehr runter. Ich, innerlich war ich kurz vom Heulen. Ich hatte es gesagt, es war in der 8. Klasse. Und ich dachte, scheiße, wie komm ich? Ich kam da nicht, also da hat mein Körper, ich war versteinert, ne? Und dann immer die Jungs von unten, komm mal jetzt runter. Ich so, ja, ja, ich will noch ein bisschen hier genießen. Den freien Fall, den ich gleich spüren würde. Oh, ich hab gezittert, ne? Ich hab gezittert. Ich hab echt gedacht, ich sterbe da oben, ne? Ja, nee, also ich das ist halt wieder Fettshaming. Finde ich nicht gut. Weil es auch mich betrifft, das ist nicht schön, sowas. Ich habe euch ein paar Survival-Tipps jetzt mit gegeben. Ich bin ja jetzt heute noch gerne auf dem Spielplatz, aber jetzt nehme ich halt einen Schutzanzug mit, ne? Also ich passe jetzt halt schon ein bisschen mehr auf, dass mir nichts passiert, ne? Vor allem wurde ich ja auch letztes Mal von einer Jugendgang, die waren alle so 5 im Sandkasten verprügelt und ausgeraubt. Oh, Entschuldigung. Nee, ist eine schwierige Story. Entschuldigung, nee, es war aber ist wirklich also ausgeraubt und die haben mir dann meinen Spielzeugbagger mitgenommen. Ne? Naja, ist aber jetzt eine andere Geschichte. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Guckt unbedingt das Originalvideo an. Lasst Liebe da, lasst Kommentare da, lasst Watchtime da und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und tschüss.